Die Aufgabe des Senats war es schon im Jahre 1882, also bei der Gründung, den Vorstand in seiner Arbeit zu unterstützen. Und das schreibt die heutige Satzung in etwas konkreterer Form auch noch fort. Wir haben derzeit 138 Senatoren. Und das ist eigentlich nur daher verständlich, einmal mit der Größe des Korps, aber auch verständlich daher, dass bei uns die finanziellen Aspekte, also die Möglichkeit, sich in einen Senat der Roten Funken finanziell einzukaufen, die gibt es nicht. Sondern man muss in aller Regel aktiver Funk gewesen sein oder sonst eben sehr viel für das Korps getan haben. Man muss nämlich in aller Regel mindestens 11 Jahre aktiver Funk sein und erst dann kann man in den Senat aufgenommen werden. Und neben dieser Jahresfrist, 11 ist ja die traditionelle Zahl, spielt es dann auch eine Rolle, ob man sich in der Vergangenheit schon im Korps besonders engagiert hat. Denn es gilt, dieses Engagement auch im Senat fortzusetzen. Das erwarten wir auch von unseren Senatsmitgliedern. Der Senatsvorstand wählt die Mitglieder, die potenziellen Senatoren aus, bespricht das mit den Knubbelnführern, denn die Heimat auch eines Senators ist in aller Regel immer ein Knubbel. Wir machen dann entsprechende Vorschläge an den Vorstand und der Vorstand stimmt, das ist bei uns die Regel, dann diesen Vorschlägen auch zu. Und dann wird man im Rahmen des Michaelistages feierlich zum Senator und in die Senatorenwürde erhoben. Wir haben eine besondere Aufgabe in der Gästebetreuung. Bei allen offiziellen Veranstaltungen übernimmt der Senat eben die Gästebetreuung. Wir haben die Aufgabe, uns intensiv, soweit das in einer solchen Gruppierung möglich ist, um alte Funken, um kranke Funken zu kümmern. Und wir übernehmen Sonderaufgaben, die der Vorstand uns überträgt. Eines der klassischen Projekte, in dem sich der Senat auf verschiedene Art und Weise engagiert, auch ein Projekt, in das ich mich besonders einbinde, ist dann das gesamte historische Projekt und da insbesondere auch dieses Buch vom Stadtsoldaten zum Roten Funken, das uns ja so ein bisschen an die Quelle der Roten Funken führen soll und uns nochmal verdeutlichen soll, wie war das früher und warum waren die Funken eben anders, als man es vielleicht von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen damals erwartete. Also immer ein Bezug zur Vergangenheit, zu den Wurzeln der Funken, aber die durchaus aus einer modernen Perspektive, was bedeutet das heute für uns? Und so sehen wir es durchaus für legitim an, uns heute auch mit zeitaktuellen Fragen zu beschäftigen. Das ist übrigens ein Grund, weshalb sich der Senat auch sehr stark in diese Diskussionsreihe Forum Uleports einbringt, weil wir da versuchen wollen, und das ist auch das Thema Funken außerhalb der Session, außerhalb der Karnevalszeit, weil wir versuchen wollen, auch der Öffentlichkeit, uns selbst, aber auch der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, Funken haben damals Stellung bezogen, sie waren damals etwas anders. Sie haben Geschichte so und so und nicht anders gestaltet, wie wir es nachlesen können. Aber Funken stehen auch mitten in der Gegenwart. Und so beschäftigen wir uns also mit Fragen in diesem Uleports-Forum, zum Beispiel Problematik kulturelle Parallelgesellschaften oder Jugend und Karneval, um auch etwas diese Karnevalsseite einzubringen. Wir sehen die Bedeutung bei den Funken für Köln einfach in dieser Tradition, dieser Fortsetzung der Tradition, der Stadtsoldaten in die heutige Zeit hinein und auch die Fortsetzung der Tradition, die dann die späteren Funken nach 1823 ausgezeichnet hat, auch liebevoll kritisch Stellung zu nehmen zu Problemen dieser Stadt, etwas gegen den Stachel zu löcken. Und bei den Funken ist Geld zwar auch eine wichtige Sache, aber eigentlich nicht die wichtigste Sache, sondern es kommt darauf an, mit Herz und mit Leib und Seele Funk zu sein. Und wenn man überzeugter Funk ist, dann kommt man irgendwann auch in den Senat.